These zum Reichtum, die man immer häufiger heutzutage hört, ist: Reiche in Deutschland sind deswegen reich, weil sie vor allem erben. Es hat nichts mit Leistung zu tun und Arme werden immer arm bleiben, weil sie nicht erben. Im Gegensatz zu den Reichen, die alles in die Wiege gelegt bekommen. Doch diese Annahme ist falsch, beziehungsweise sie ist teilweise richtig, denn es wird durchaus etwas vererbt, aber es ist nicht das Geld und der Besitz. Der wahre Grund, warum Reiche meistens reich bleiben und deren Nachfolgen auch reich bleiben, ist hauptsächlich Panik. Richtig. Und wenn ihr das genau beobachtet, werdet ihr das feststellen und mir zustimmen. Panik wovor? Panik vor Armut und Panik vor Verlust eines gewissen Lebensstandards. Denn was ist das Schlimmste für fast alle von uns, unabhängig vom Reichtum oder Armut, in der wir leben? Der Verlust unseres Lebensstandards, den wir gewohnt sind. Alle, die ein relativ normales Leben führen, relativ weit unten in der finanziellen Nahrungskette, haben ebenfalls Panik davor, auf der Straße zu landen, obdachlos zu werden und in echter Armut zu leben, betteln zu müssen und verhungern zu müssen und in einem Pappkarton schlafen zu müssen. Aus diesem Grund legt der Durchschnittsmensch eine gewisse Mindestmotivation an den Tag, um zumindest irgendeinen Job zu machen, um sich irgendeine Mietwohnung leisten zu können und irgendwie über die Runden zu kommen. Denn vor der Obdachlosigkeit hat er Panik. Ein Reicher hingegen, der in einem reichen Haushalt groß geworden ist, der ist viel bessere Dinge gewohnt. Ein viel größeres Haus, mehrere Autos, Waren und Dienstleistungen, die für uns nicht alltäglich sind, gehören für solche Personen von Kindesbeinen an zum absoluten Normalzustand. Regelmäßiges Verreisen in ferne Länder, Auswärtsessen in den guten Restaurants, bessere Autos, bessere Klamotten, Marken, bessere Möbel. Und logischerweise im Unterbewusstsein ist ein Rückschritt von diesem Niveau auf zum Beispiel ein unterdurchschnittliches Normalniveau in einer beschissenen Mietwohnung wie dieser hier so ziemlich dasselbe wie für uns, obdachlos zu werden. Und das ist das, was reiche Leute erben. Nicht in erster Linie den Besitz, das kommt irgendwann später, sondern die Angst vor dem Abstieg und das Mindset, unbedingt gewissen Erfolg zu haben. Beobachtet es in eurem Umfeld. Kinder reicher Eltern sind in der Schule viel mehr motiviert, bessere Noten zu haben als alle anderen. Denn sie brauchen das. Kinderreiche Eltern kriegen Panikattacken, wenn sie mal eine 4 haben. Von einer 5 ganz zu schweigen. Wo wir uns denken, wen interessieren Noten? Diese Personen interessieren Noten. Sie wollen unbedingt das Abitur haben. Oder unbedingt eine gewisse Karriere machen. Sie machen keine Ausbildung beim Aldi. Sie wollen Ärzte, Anwälte und Richter werden. In der Finanzwelt aufsteigen. Sie lernen von Kindheit an zu investieren. Nur wegen der Panik. Das ist so ein starker Automatismus, dass es von selbst läuft. Jeder hat seine Karotte, die er vor der Nase hat und die er verfolgt. Und das ist die Karotte der reichen Kinder. Dass dann irgendwann eine dicke Erbschaft kommt, ist zwar ein nettes Nice to have, aber eigentlich absolut überflüssig. Denn der Grundstein für die große Karriere mit großem Einkommen ist bereits gelegt. Und warum schaffen es vergleichsweise so wenige arme Leute, in die Sphäre der Reichen durchzudringen? Aus dem gleichen Grund, nur umgekehrt. Wer in einer fünfköpfigen Familie in einer Einzimmerwohnung aufgewachsen ist, der braucht davor keine Panik mehr zu haben, denn das ist sein normaler Ausgangszustand. Er weiß, dass er trotzdem irgendwie leben kann. Ein Armer weiß, dass er auch ohne Markenklamotten glücklich ist. Ein Armer weiß, dass das Glück woanders liegt. Ein Armer weiß, dass man auch mit Tiefkühlfraß überlebt. Was einen Armen hauptsächlich arm hält, ist die Zufriedenheit. Paradoxerweise genau diese Zufriedenheit, wegen der er von reichen Leuten beneidet wird. Reiche Leute schauen sich arme Leute an und denken sich: Schau, wie zufrieden und glücklich sie sind, warum bin ich es nicht? Panik der Reichen, Zufriedenheit der Armen. Zufriedenheit ist wunderschön und das Beste, was man fühlen kann und gleichzeitig das größte Hindernis daran, reich zu werden. Denn reich zu werden ist ätzend. Diese ganze Karriere zu machen, diese ständige Panik, diese ständige Lernen, diese ständige Ellbogenkämpfen um die wenigen gut bezahlten Jobs. Das ist ätzend. Will man sich sowas wirklich freiwillig antun, wenn man sowieso schon zufrieden ist? Schaut in euch selbst, schaut euch in der Gesellschaft um, schaut euch im Freundes- und Bekanntenkreis um und ihr werdet feststellen, ich habe recht. Haben wir wieder was gelernt? Ist die Welt wieder etwas verständlicher geworden? Und ihr wisst Bescheid. Danke und bis zum nächsten Mal bei Slow to the Show. Peace out.